Jo Leute, und herzlich willkommen zu einem Video von mir. Heute werden wir auf oder wieder einmal auf Mieze reagieren. Autopsie. Yo Olli Diss 2, produced by Josie. Ja, ich habe da schon was gehört, dass der absolut krass sein sollte. Bitte nehmt ihn auch auseinander, bitte. Genauso wie Reportage den auseinandergenommen hab. Bitte, bitte, bitte. Dieser Diss-Check, es wird eine ganz kurze Reaktion, sehr wahrscheinlich werde ich ein bisschen mehr stoppen hier. Spaß, Leute, ihr kennt ja. Entweder ich stoppe ganz kurz oder wenn ich was zu sagen habe, dann sage ich es auch nur noch ganz kurz. Alles aber, was ich in diesem Video sage, soll niemand beleidigen oder verletzen, außer vielleicht Yo Olli. Aber ich kenne mich nicht mit der Musik aus. Also, ich mache keine Musik oder was auch immer. Ich höre sie nur. Also. Ihr wisst schon, was ich meine. Also, hauen wir rein. Ne? Das nachfolgende Videomaterial wurde uns anonym zugesandt. Der Künstler Mizep distanziert sich ausdrücklich von Gewaltverherrlichung und illegalen Aktivitäten, die in diesem Musikvideo dargestellt werden. Die gezeigten Szenen sind in keinem Fall zur Nachahmung geeignet. Zum ersten Mal muss ich ganz ehrlich sagen, sehr gut, dass er das wieder hinschreibt. Hat er ja auch schon bei seinem Diss-Track gegen die Welt geschrieben. Finde ich mega gut, weil es gibt natürlich dann wieder Leute, die sagen, also wenn er es nicht hingeschrieben hätte, hey, das ist aber bla 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 und das ist auch noch das da und ach, das ist doch Bullen und das, bla 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 und machen auf jeden Fall ein riesen Drama draus. Sehr, sehr gut und sehr, sehr sympathisch, dass er das hier hinschreibt. Aber schon nur alleine von dem hier sollte man eigentlich denken, was da für ein Psycho-Video eigentlich auf uns zukommt. Aber wir hören es uns mal an. Vollkommen egal, wo du hingehst. Vollkommen egal, was du tust. Ich werde dich auf jeden Fall kriegen. Ich werde dich kriegen. Und dann schlitze ich dir die Kehle auf. Und danach werde ich dich ganz aufschlitzen und mir dein scheiß verficktes Herz schmecken lassen. Du solltest beten, Dirty. Du kleiner Pickup. Bete, dass die scheiß Bullen dich finden, bevor ich dich erwische. Oh, ich habe kurz vor dem Beat noch, also bevor der Beat wirklich richtig losging. Alter, Jungs, wie böse ist bitte dieser Start? Was du tust, ich werde dich auf jeden Fall kriegen. Ich werde dich kriegen und dann schlitze ich dir die Kehle auf. Und danach werde ich dich ganz aufschlitzen und mir dein scheiß verficktes Herz schmecken lassen. Du solltest beten, Dirty, du kleiner Pickup. Bete, dass die scheiß Bullen dich finden, bevor ich jetzt dich der Anfang kommt schon. Geh und häng dich auf, das hier ist kein Diss, ich fick dein Leben mit der Faust. Es ist aus, begib dich mal in psychische Behandlung oder du landest in der Klinik wegen physischer Misshandlung. Das ist selber, heute wirst du auf der Straße verbrannt, denn es steht pädophiler Hurensohn im Straftatbestand. Pädophiler, der Boy ist unantastbar, sei denn er fest nicht an dieser 14-jährige Lima. Für jedes kleine Mädchen, was du Hurensohn gefickt hast, schneid dich einen deiner Finger ab und steck sie in deinen Dickdarm, du Wichser. Ich bin dein Leben, besser wenn du mir mal nicht begegnest, doch ein Wort, du Pennermann, es wird schlicht geregnet, komm wir in deine Gegend, deine Lichter leben. Du bist kein Player, wenn du Kleinkinder fickst. Du bist kein Player, wenn dein Arm so dünn wie ein Mic-Ständer ist. Ich zerstech dir deine Fresse, plötzlich heißt es nicht mehr Yo, Olli, sondern gleich direkt, wenn sie dich sehen, Bruder, muss los, Olli. Diese Line. Player, wenn dein Arm so dünn wie ein Mic-Ständer ist. Ich zerstech dir deine Fresse, plötzlich heißt es nicht mehr Yo, Olli, sondern gleich direkt, wenn sie dich sehen, Bruder, muss los, Olli. Gut, dann muss los. Kriegst du jetzt nicht durch deine Hipster-Pants, das Nummer von 10 Pister-Fans. Jetzt wird Oliver gebankt. Heißt, der kriegt mal Pfeifchen, die Wiese bei der Promi da WM. Junge, rapp deinen hohen Scheiß, mach auf Real, doch du bleibst weg. So wie ein Messi-Oberteil aus der Tschechoslowakei. Das Messer in deinem Hals brennt in der Kehle, so wie Jim Whiskey. Ich bin Marv und du bist Kevin aus Sin City. Boah. Wollt ich finden, bevor ich das aus. Begib dich mal in psychische Behandlung oder du landest in der Klinik wegen physischer Misshandlung. Das ist selber, heute wirst du auf der Straße. Gibt's irgendwo geiler Du Hurensohn gefickt, das schneid dich einen deiner Finger ab und steck sie in deinen Dickdarm, du Wichser. Ich fick dein Leben. Besser wenn du mir mal nicht begegnest, doch ein Bock, wenn man es durch regnet, kommt wir in deine Gegend, deine Lichter nehmen. Du bist kein Player. Ach du heilige Scheiße, dieses. Alter, ja, nicer Dom-Time. Ah, Hilfe. Keine Ahnung, ja, keine Ahnung habe ich. Achtung, aber jetzt müsst ihr darauf achten. Das wollte ich nämlich nochmal hören. Achtung. Jetzt. Ich fick dein Leben. Besser wenn du mir mal nicht begegnest, doch ein Wort, du Pennermann, es wird schlicht geregnet, komm wir in deine Gegend, deine Lichter nehmen. Was sagt der da in diesem kleinen, 2 Sekunden?
Charakter ab, du Fixer. Ich fick dein Leben. Bist du, wenn du mir mal nicht begegnest, doch ein Wort, du Penne, wenn es nur Striche regnet, komm wir in deine Gegend, deine Lichter nehmen. Ach du heilige Scheiße. Ich finde das noch rauchig, was der hier sagt. Ich dein Leben. Wenn du mir begegnest. Wir enden deine Gene. Auf jeden Fall. Jungs, wenn ihr das abchecken wollt oder ihr müsst es fast schon abchecken, ist absolut krass. Ja, Meetup. Schon einen geilen Song rausgehauen. Diesen Diss-Track gegen die Welt fand ich auch schon mega. Ich höre es mir immer noch an. Das werde ich mir safe auch noch anhören. Nicht das letzte Mal und nicht das erste Mal. Ja. Anders kannst du nichts dazu sagen. Das ist richtig Psycho-Scheiße. Gut, dass er das am Anfang hingeschrieben hat, weil sonst würden wieder Leute kommen. Aber gut, dass er das wirklich hingeschrieben hat. Ja, Jungs, ich glaube, ich muss wieder los, Jungs, aber dieses Mal in einem Sprint, Alter. Scheiße. Vergesst nicht, bei mir vorbeizuschauen, ihn zu abonnieren, aber genauso wie mich zu abonnieren und lasst doch bei den beiden Videos, also bei seinem Video und bei meinem Video ein Like hier. Und ja, dann würde ich sagen, ach so, nee, die Frage habe ich noch ganz vergessen. Was sollen wir jetzt? Ach, wer hört gerne Meetup? Wer von euch kennt Meetup oder wer von euch... Also jetzt schon seit länger dabei bei ihm. Ich nicht, er ist seit kurzem, erst seitdem er das letzte Mal den Diss-Track gegen die Welt angehört haben, aber naja. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video und haut rein. Tschö, mit Peace.